Prinz Harry, vor dem Gericht ist zum Crash. Prinz Harry, 38, ist erstmalig nach der Beerdigung seiner Großmutter, Queen Elizabeth 96, zurück in Großbritannien. Die Stimmung zwischen ihm und seiner royalen Verwandtschaft gilt nach wie vor als sehr angespannt. Doch der Königssohn ist nicht zurückgekehrt, um sich mit seiner Familie auszusprechen, sondern um gegen einen Verlag von Boulevardzeitungen zu klagen. Als er vor dem Londoner High Court auf die Presse trifft, kommt es zu einem Zusammenstoß. Im Video sehen Sie, wie er fast einen Fotografen umläuft.